Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur IT-Sicherheit. Heute wollen wir uns einen kurzen Crashkurs in der Kryptografie, in der symmetrischen Kryptografie geben. Das ist natürlich für IT-Sicherheitsfachleute nicht umgehbar und das ist jetzt keine Wiederholung von dem, was wir in der Kryptografie-Playlist machen, sondern es ist eigentlich eher eine, wie kombiniere ich kryptografische Verfahren, wie kann ich eigene oder wie kann ich bestimmte Angriffe durchführen beziehungsweise wie kann ich sie auch verhindern. Das interessiert uns ja eigentlich am meisten. Und wie gesagt, diese Verfahren, die werden wir nicht mal angucken. Ich werde euch den Namen von dem Verfahren sagen, das ihr verwenden solltet, zumindest Stand Juni 2017. Wenn es jetzt ein paar Jahre in die Zukunft ist und ihr das noch seht, dann ist es immer noch aktuell, was ich euch erzähle, aber ihr solltet euch vielleicht neu über das Verfahren informieren. Das ist eigentlich alles, was wir hier machen werden. Wir werden also nicht in die Verfahren reingehen, wir werden auf keinen Fall irgendwelche Beweise führen oder sowas, sondern wir werden uns einfach nur angucken, was wir machen müssen, denn später die Verfahren irgendwie zu benutzen, einfach Bibliothek in, keine Ahnung, Python oder Java oder sonst irgendwas und ihr könnt das Verfahren benutzen, fertig. Dann müsst ihr nur wissen, welches Verfahren ihr benutzt und wie ihr die ganzen Dinger miteinander kombiniert. So, also die symmetrische Kryptografie, das ist folgendes Szenario, ich möchte eine Nachricht an zum Beispiel Bob schicken, also sagen wir mal, Alice möchte eine Nachricht an Bob schicken, A und B, deswegen Alice und Bob. Und sie schreibt, hey, schickst du mir 1000 Euro zum Beispiel. Da können natürlich auch sensiblere Informationen drinstehen. Also sowas wie, mein Passwort für Facebook ist, Zitat Homer Simpson, Alligator 5. Und solche Sachen können da natürlich drinstehen, die müssen verschlüsselt werden. Und das machen wir jetzt in diesem Fall gerade mit symmetrischer Kryptografie. Symmetrisch bedeutet beide, also natürlich kann jeder Angreifer jetzt hier mitlesen und diese Nachricht auslesen. Wir gehen einfach davon aus, dass so ein Verfahren oder so ein Angreifer existiert. Ihr könnt davon ausgehen, dass vielleicht einfach jemand sich in euer WLAN gehackt hat oder euer Mitbewohner böse ist oder keine Ahnung, im Notfall nimmt man den Überwachungsstaat. Der existiert in manchen Ländern auf jeden Fall und da muss man dann natürlich trotzdem Kryptografie anwenden, denn man möchte ja nicht unbedingt, dass zum Beispiel Edward Snowden irgendwas Schlimmes passiert oder sowas. Gut. Also, wir wollen das Ganze verschlüsseln. Und das machen wir mit symmetrischer Kryptografie, wie gerade schon gesagt. Und symmetrisch bedeutet, beide haben denselben Schlüssel, deswegen ist er beides mal grün. Und das bedeutet natürlich jetzt auch, die müssen vorher irgendwie diesen Schlüssel austauschen. Und das ist wirklich ein enormes Problem, das wir noch ansprechen werden. Wahrscheinlich nicht dieses Video, aber wahrscheinlich dann nächstes Video. So, und wenn ich jetzt diese Nachricht verschlüsselt habe, dann kann mein Angreifer überhaupt nichts mehr daraus lesen. Das ist nämlich dann einfach nur noch irgendwelche komischen Bits und Hexadezimal und was weiß ich was. Also man kann da absolut nichts mehr rauslesen, weil diese Nachricht ist verschlüsselt. So, jetzt sage ich absolut gar nichts. Es gibt ja immer die Möglichkeit, ich kann einfach alle möglichen Schlüssel ausprobieren. Und das nennt sich dann Brute Force Angriff. Und Brute-Force-Angriffe sind, eigentlich Standard, man kann sie immer anwenden und dagegen kann man auch wirklich nichts tun. Da bringt Ihnen die beste Kryptografie nichts, aber es ist trotzdem überhaupt nicht schlimm, denn ich kann ganz einfach ausrechnen, wie lange ein Angreifer brauchen würde, um zum Beispiel, und jetzt das Verfahren, das ihr verwenden sollt, ist AES 256, das ist jetzt sehr, sehr aktuell und ist absolut sicher eigentlich. Bei AES 256 ist es so, ihr habt 256 Bit für eure Schlüssel. Das ist absolut nicht viel, wenn ihr überlegt, wie groß ein Film ist oder sowas. Der hat mehrere Gigabyte. Der Schlüssel hat gerade mal 256 Bit. Und das Tolle ist, er ist absolut sicher. Denn es gibt insgesamt dann 1,1 mal 10 hoch 77 mögliche Schlüssel aus diesen 256 Bit. Wie kommt man jetzt darauf? Man rechnet einfach 2 hoch 256 und dann kommt man in etwa, ganz grob, bei 1,1 mal 10 hoch 77 raus. Und der schnellste Supercomputer heutzutage, also der Spitzencomputer, stand Juni 2017. Klar, kann sich ein bisschen ändern in der Zeit, aber aktuell sind das 93 Petaflops, das heißt 93, viele Operationen pro Floating Point Operation, also mit Gleitkommazahlen pro Sekunde. Und einmal AES auszuwerten dauert ungefähr 1000 Flops, also jeder Check dauert 1000 Flops. Das heißt, ich schaffe in der Sekunde noch insgesamt 93 mal 10 hoch 12 Operationen pro Sekunde. Und dann sind wir bei der Rechnung hier unten. Ich nehme einfach die mögliche Anzahl an Schlüsseln, also diese 1,1 mal 10 hoch 77 und teile sie durch die Operation, die ich pro Sekunde hinkriege. Das heißt 93 mal 10 hoch 12 pro Sekunde.
Und am Ende komme ich bei den Sekunden raus, die ich brauche, um alle Schlüssel auszuprobieren. Und das wären 10 hoch 87 Sekunden, was umgerechnet, ihr könnt es gerne mal selber noch nachrechnen, umgerechnet so circa 3 mal 10 hoch 79, also mehrere Billionen Jahre, dauert, bis ich alle Schlüssel ausgerechnet habe mit diesem schnellsten Supercomputer, zu dem natürlich auch nicht jeder Zugriff hat. So. Das ist jetzt erstmal sehr, sehr lange und natürlich kann man da auch Glück haben oder Pech haben, wenn man zum Beispiel einfach zufällige Schlüssel ausprobiert, dann kann es immer mal wieder sein, dass man Glückstreffer hat. Zum Beispiel könnte ich jetzt einfach euren Schlüssel ausprobieren, theoretisch, und mit mega viel Glück habe ich auch die Chance, diesen Schlüssel zu finden. Aber, wie wir aus der Physik vielleicht wissen oder auch nicht wissen, besteht auch in jeder Sekunde die Chance, dass ich zum Beispiel gerade, weil alle Elektronen so stehen, durch meine Decke falle oder irgendwas Komisches passiert oder zum Beispiel ein Geist neben mir spawnt, dass diese Möglichkeit besteht wirklich und die Chance ist tatsächlich sogar höher, als diesen Schlüssel hier zu finden. Das heißt, ihr habt eigentlich mit IS 256 eine relativ gute Chance, dass eure Verschlüsselung nicht geknackt wird. So, also kurze Zusammenfassung, das Ding ist eigentlich unkaputtbar und es ist irre schnell, IS 256 zu berechnen. Es dauert, wie gesagt, gerade mal 1000 Flops, um IS zu berechnen. Also ich kann das mehrere 1000 Male in der Sekunde machen, aber es ist trotzdem super schnell, sicher. Das bedeutet, ich kann damit auch sehr effizient verschlüsseln. Also zum Beispiel irgendwelche großen Dateneinheiten, irgendwelche, keine Ahnung, Filme, die mehrere Gigabyte haben oder sonst irgendwas, kann ich damit ohne Probleme verschlüsseln, auch Bilder, die dann live übers Internet übertragen werden, irgendwelche Videos oder sowas, all das funktioniert. Und das Problem ist aber immer noch, wie verteile ich jetzt diese Schlüssel? Das heißt, wie kriegt Bob denselben Schlüssel wie Alice? Und das ist wirklich ein großes Problem. Und darum geht es dann in den nächsten paar Videos, aber davor wollen wir uns noch ein paar Angriffe auf genau dieses Verfahren angucken. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, hä, ich habe doch gerade gezeigt, es gibt keine Angriffe. Ich habe nicht gezeigt, dass es keine Angriffe gibt. Ich habe nur gezeigt, dass man den Klartext nicht rauskriegen kann. Und das war's eigentlich von meiner Seite. Wie gesagt, wenn ihr selber Krypto benutzen wollt, dann benutzt als symmetrisches Verfahren IS 256 und wartet auf das nächste Video, was ihr noch braucht. Bis dann, ciao!